Hiho, Diggity und Doppelwurf, willkommen im 10. Part von Amnesia. Jo, wie ihr seht, bin ich schon mittendrin. Oh, hier ist noch ein Hebel, den habe ich nicht gesehen. Komm schon, lass dich ziehen. Es ist nichts im Brenner, das man anzünden kann. Ich habe nichts, was ich in den Brenner werfen kann, außer mich selbst. Ich passe nicht rein. Verflixt. Ich habe keine Ahnung von Maschinen. Ich habe davon keine Ahnung. Was muss ich tun? Hilfe. Ja, toll. Wenn irgendjemand möchte, kann er mir das natürlich auch in den Kommentaren schreiben, bevor ich mir in der nächsten Folge einen Wolf suche. Der war gut. Ihr seid frei, ne? Also ich habe nichts gegen Spoiler, mir ist das vollkommen egal. Was ist das? Hier ist noch eine Tür. Bin ich von da gekommen? Was war hier? Ach, hier war ich schon. Jetzt bin ich wieder verwirrt und orientierungslos. Nein, ich bin nicht orientierungslos. Ja, ja, von mir aus könnt ihr was in den Kommentaren schreiben, wenn ihr wollt. Ich werde jetzt auch ins Studienzimmer gehen, schauen, ob ich was finde. Sir Smith war markiert worden. Oh. War bestimmt ein kleiner Mops, der ihn angepinkelt hat. Oder vielleicht was Kibas Dynamic Entry Dings, oder wie das heißt. Sesam, öffne dich. Angepinkelt werden. Ekelhaft. Da werde ich doch lieber hier angerammelt. Studierzimmer. Ist das jetzt richtig gewesen? Jetzt habe ich schon wieder Professor Layton gelesen. Warum lese ich ewig Professor Layton? Ich mag das Spiel nicht mal. Oder, ja gut, mögen weiß ich nicht. Ich habe es noch nie gespielt, aber ja, warum? In seiner Neugier, ja. Neugier ist tödlich. Ist Neugier nicht auch eine Todsünde? Nee, Neugier ist keine Todsünde. Gier ist eine Todsünde. Naja, aber Neugier ist ja so eine Art von Gier, ne? Oder war Gier eine Todsünde? Oder war es Geiz? Nee, Geiz war eine Todsünde. Oder was? Nee, Gier. Gier ist, glaube ich. Ich bin verwirrt, ich muss nachher nachgucken. Ich hab's nicht so mit den Todsünden, ich verwechsel die ewig. Ich weiß nur, dass Wollust eine ist. Wollust ist lustig. Maßlosigkeit. Ja, Maßlosigkeit. Ich wollte jetzt eigentlich hier diese ganzen Bücher rausreißen. Bin ich jetzt hier eigentlich... Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin. Ich muss jetzt hier irgendwelche Schalter finden, oder wie? Nein? Das... Nein. Ich nehme an, ich kann das aufheben. Nein? Verwirrung! Wie viel Uhr? Okay, ja, ich denke, das geht noch ein paar Minuten. Kann ich das Regal anheben? Gott, bin ich schwach. Bisschen Muskeltraining wäre nicht schlecht. Chaos. Aber ich glaube, nichts, was ich brauche. Glaube ich. Keine Ahnung. Lauf schneller. Lass dich nicht davon ablenken, dass die Zeit ewig stillsteht für einen Bruchteil einer Sekunde. Kann ich den Hammer nicht nehmen? Innere Studie. Da ist Bone, aber den nehme ich nicht mit, weil ich ihn sowieso wieder verlassen müsste. Hier war nichts drin, oder? Nein. Das wüsste ich doch. Das hätte ich vorhin, das hätte ich letztes Mal aufgehoben. Eigenartig. Das andere Zimmer war das Gästezimmer. Müsste doch eigentlich hier was sein, oder? Hier? Nein? Auch nicht? Verwirrung. Mach mal ein bisschen. Ich tanze ein bisschen auf dem Tisch. Der Kronleuchter ist toll. Tanze mal ein bisschen auf dem Tisch. Das ist ein Hammer.
Ich habe keine Ahnung. Hier kann ich nicht lang. Was muss ich hier machen? Finde einem Studierzimmer einen Weg um die Trümmer herum. Finde heraus, wie man den Motor startet. Einsturztrümmer verhindern ein weiteres Durchgehen im Lagerraum. Dunkelheit im Lagerraum ist merkwürdig und unnatürlich. Ich hatte jetzt hier überall Stellen, wo ich nicht weitergekommen bin. So wie ich mich als Spieler kenne, würde das jetzt Stunden dauern, bis ich hier herausgefunden habe, was ich tun muss. Ich schau nochmal, vielleicht ist hier doch noch irgendwas an der Wand oder so. Keine Ahnung. Kiefer eines Hundes. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Agumon. Ich denke die ganze Zeit heute nur an Digimon, ey, das gibt's auch gar nicht. Sicher, dass hier nicht irgendwie ein geheimer Schalter oder so ist? Nein? Nee, die Wand sieht sehr normal aus. Durch das Fenster kann ich nicht gucken, oder? Nein. Kann ich das Fenster aufmachen und rausspringen? Nein, das ist abgeschlossen, oder? Ja, abgeschlossen. Wieso schließt man Fenster ab in einem Haus mit einem Monster? Ich würde rausspringen. Nein, das wäre natürlich zu rational und vernünftig. Ja. Hübsche Bilder. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Irgendwie bin ich heute lustlos, diese Texte zu lesen. Woran kann das liegen? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich habe keine Ahnung. War der vorher auch schon da? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der schon da war. Ich gucke einfach mal. Es ja, so 2 Minuten habe ich, glaube ich, noch. Und dann, ja. Da. Gucken wir mal. Ach, von hier bin ich gekommen. Ja, hier wird wahrscheinlich nichts sein. Sehr intelligent, ja. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Der Text kam mir jetzt sehr bekannt vor. Da müssen wir nicht. Was war unten? Unten war dieser Lagerraum. Na, was soll's? Ich guck da nochmal, weil ich das Spiel so lange nicht mehr gespielt habe. Ich habe eh keine Ahnung mehr, wie es aussieht. Dann ist meine Erinnerung wenigstens frisch. Archivtunnel. Ah, okay. Alles klar. Oh, oder... Ach, vielleicht bin ich aus dem... Ja, das würde also Sinn ergeben, dass ich aus dem Archiv gekommen bin. Das heißt, ich muss jetzt nach... rechts. Ja, das sieht richtig aus. Was ist das hier? Lagerraum. Dann schaue ich mir nochmal eben die Trümmer an, dann habt ihr es vielleicht auch nochmal ein bisschen frisch. Ich denke mal, dass sich auch keiner mehr... Entschuldigt, ich war gerade etwas abgelenkt dadurch, dass ich auf mein Thermometer geguckt habe. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier in einem Schlafanzug sitze und mit einer Hälfte unter der Decke und das bei 39 Grad draußen. Oh, jetzt ruckelt es aber gewaltig. Ich dachte, es würde ein bisschen besser werden, wenn ich die Lampe wenigstens anhabe. Oder wenn ich die ganzen Grafikeinstellungen runtergemacht habe. Okay. Wie lange hält mein Öl noch? Wahrscheinlich wird es gleich ausgehen, weil ich so dumm gefragt habe. Hier war ich mal. Jetzt hätte ich die Kerze nicht angemacht. Genau. Und hier waren die Trümmer. Richtig. Was war hier? Maschinenteile. Da muss ich wahrscheinlich hin. Ha.
Vielleicht muss ich... Oh, habe ich die Tür das letzte Mal gesehen? Oh, lässt sich nicht bewegen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Bringt das was? Nein? Schade. Habe ich noch irgendwas anderes? Nein? Schade. Sehr, sehr schade. Kann ich diese Kiste verschieben? Die sieht schwer und sieht so aus, als würde sie etwas verbergen. Oder auch nicht. Okay. Hier ist noch ein Schild. Maschinenteile, ja. Schön. Habe ich diesen Aufgang gesehen? Was ist hier? Ausrüstung. Oh, ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Ich kann mich auch irren. Also hier gehe ich jetzt noch gucken, dann mache ich Ende. Dingsy. Oh Mann, jetzt ruckelt er schon wieder, so ein Mann. Oh, da ist eine Tür. Die ist genau in der richtigen Richtung. Wunderbar. Oh, das ist gut, ich höre Stimmen. Hier sind Items, da war ich auf jeden Fall noch nicht. Nein. Okay. Oh, was ist das denn hier? Das sieht doch toll aus. Aufgenommen Teil eines Bohrers. Toll. Was soll ich mit einem Bohrer, wenn ich nicht mal eine Maschine instand setzen kann? Ich sehe nichts. Da ist eine Tür. Was haben wir noch? Bin ich durch die Tür gekommen? Ich habe keine Ahnung, der Raum ist so groß. Oh Gott, ich bin so verwirrt. Bäh. So, was haben wir hier? Mhm. Die Wand sieht sehr verdächtig aus. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt vorbeikomme. Oh, da ist was. Teil eines Bohrers. Schön. Ausgezeichnet. Dann haben wir ja wenigstens ein bisschen Fortschritt machen können. Ich glaube, da war jetzt noch ein dritter Raum. Da gehe ich jetzt noch rein. Vielleicht sollte ich auch ins Altenheim bei der Geschwindigkeit. Schauen wir mal, was hier ist. Okay. Mhm. Alles klar. Ein Lichtchen an, dann weiß ich wieder, wo ich bin. Ah, das ist klar. Licht. Es ist sehr dunkel. Nein. Wofür ist dieser Raum? Damit ich diese Truhe hier öffne. Richtig? Richtig? Soll ich diese Truhe öffnen? Ich will sie öffnen, aber sie lässt sich nicht öffnen. Wieso lässt sie sich nicht öffnen? Weil ich scheiße stehe. Ha. Yay. Das ist schön. Sehr gut. Ah, komm schon. Komm schon. Komm schon. Okay. Und das war jetzt alles, was in diesem Raum hier ist. Dann schauen wir mal. Du kannst den Bohrer noch nicht zusammenbauen, du musst erst alle Teile finden. Ach, ich dachte, das wären alle Teile. Okay, ich sehe hier aber sonst jetzt kein Bohrerteil mehr. Hier ist noch eine Zunderbüchse. Oh Gott, habe ich viel übersehen hier. Mache ich mir erstmal ein bisschen Licht an. Haben die schon mal was von der modernen Innenbeleuchtung gehört? Nein? Sollten sie mal drüber nachdenken. Klar, es ist das 18. Jahrhundert, aber ich glaube, der Strom wurde da doch schon erfunden, oder nicht? Oh, hier ist noch eine Zugtür. Hier könnte das letzte Bohrerteil sein. Schaffe ich das noch? Oh, ich nehme schon wieder zu lange auf. Schnell, beeilen. Eine Notiz. Gut, die lese ich noch und dann Ende. Ich habe den Sprengstoff vorbereitet, den du für den... Ich habe nicht genug Mischung, bla bla bla, Lakaien, Plan, bla, Flüssigkeiten...
In dem Raum nebenan habe ich zwei große Fässer, da das tun muss ich vielleicht gar nicht so ein bisschen Agrippa. Okay. Wir wissen, was wir jetzt, also ich weiß zumindest, was ich jetzt ungefähr zu tun habe beim nächsten Mal. Habe ich jetzt hier alles nachgeschaut? Ich denke schon. Mach mal eben die Kerze an. Ja, Backsteine. Backsteine sind sicher und ich würde sagen, man riecht sich beim nächsten Mal. Bye bye. Morgens, 9:30 in. Moment, ich bin verwirrt. Hä? Ich hasse Maschinenräume, ich hasse Maschinen generell. Limbo! Bin Limbo-König. Yeah. In dem Kühlschrank war so ein komisches Bild mit einem Strichmännchen drauf. Was? Entschuldigung, hallo? Sind Sie doch da?